Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an die UEFA Europa League-Begegnung zwischen dem LASK und PSV Eindhoven, welche die Athletiker mit einem 4:1, einem fulminanten 4:1 Heimsieg beenden können. Bei unserem Podium der siegreiche LASK-Cheftrainer Valerian Ismail. Trainer, bitte um deinen Kommentar zum heutigen Spiel. Danke. Wo soll ich anfangen? Sternstunde für den Verein. Für die Mannschaft, für die Fans, für die Stadt Linz, für den österreichischen Fußball. War eine unglaubliche Leistung von der ersten Minute bis zum letzten Minute. Ich glaube, dass wir eine Déjà-vu hatten nach 3 Minuten. Eine ungerechte Elfmeter bekommen wieder. Keine Videobeweis, klar, außerhalb der 16. Dann in der zweiten Halbzeit auch eine klare Elfmeter für uns in der 16 und nicht gepfiffen, wenn der Schiri so eine konsequente Linie hat, er muss durchziehen. Aber wir haben uns nicht aus der Bahn geworfen lassen. Wir sind einfach weiter marschieren. Ich habe ja zur Halbzeit die Jungs gesagt, es ist eine Déjà-vu, das ist eine neue Prüfung für uns. Das ist diese Hürde und diesmal werden wir diese Hürde übersteigen. Und das haben wir getan heute. Die Mannschaft hat grandios gespielt. Ich habe heute ein Wort aus Österreich gelernt. Das Wort mal der Paddel auf Seite. Also, kann man, passt heute richtig gut. Ja, ich bin sprachlos einfach. Es ist eine unglaubliche Leistung, was wir gezeigt haben. Eine überragende Ausgangslage für den Weiterkommen, den Aufstieg. Es ist alles möglich, es ist alles drin. Und das Gute ist, wir haben es selbst in der Hand. Also besser geht es nicht, sollten wir den Abend genießen, einfach regenerieren und am Sonntag geht es weiter. Danke. Danke, Trainer. Wir dürfen damit zu euren Fragen kommen. Das Mikrofon liegt in der ersten Reihe, standesgemäß bei Herbert Buhmann, Abwehrliga-Partner. Sternstunde, du hast viele Namen erwähnt. Sternstunde auch für den Trainer? Ja, das ist meine... Ich dachte schon, dass Basel eine unglaubliche Highlight ist, aber heute ist... Boah, also heute war einfach von der ersten Minute, von der letzten Minute, dann habe ich wirklich genossen. Und auch nach dem Rückstand, ich hatte nicht das Gefühl, dass die Mannschaft einfach das Spiel aus der Hand gibt. Das war wirklich unglaubliche Leistung und ich kann mich nur bedanken bei der Mannschaft, dass die alles sehr gut umgesetzt haben. Sich endlich mal belohnen auf diesem Niveau und dass wir gelernt haben, wir haben viel besser gemacht als im Innenspiel. Ja, also wirklich die Konsequenz wiedergefunden auf internationaler Bühne und ich hoffe, dass die Jungs das wirklich dann auch das mitnehmen für nach Admira, der nächste, letzte Block bis zum Winterpause. Als dem Gegner die Stunde geschlagen hat, in der 60. Interessante Szene. Frieser macht das Tor, wird ausgewechselt. Vielleicht noch dazu was, zu dieser Auswechslung. Und dann auch Joao Klaus kommt rein, immer gesagt, er macht die Tore nicht. Und dann macht er den Doppelpack heute. Ja, eigentlich wird er gemerkt, dass Friese in viele Situationen ein bisschen unglücklich war, aber bemüht war immer, wie man ihn kennt. Und ja, das war eine ähnliche Situation beim Sturm gerade mit Gorgi, weil wir haben eigentlich schon unsere Wechsel vorbereitet und er hat das Tor gemacht. Deswegen hat er alles richtig gemacht heute. Ja, bevor wir zu den nächsten Fragen kommen, bitte kurz unseren Übersetzer Andi Heuberts um einen blockmäßige Übersetzung. Zusammenfassend. Ja, het is natuurlijk een ongelofelijke dag. Zoiets hier mee te beleven tegen zo'n grote club. Voor, niet alleen voor de vereniging, ook gewoon voor Oostenrijk. Het is natuurlijk vanaf de allereerste minuut waren we vol gas aan het geven. Dan krijg je een soort van déjà vu moment waar je weer een ongelukkige, misschien ook wel onterechte penalty krijgt. Terwijl die waarschijnlijk buiten de 16 meter was. Ik heb tegen mijn team dan ook gezegd. Maakt niet uit, gewoon door blijven gaan. Ik heb zelf nooit het gevoel gehad dat we erg veel slechter waren. We zaten goed in de wedstrijd. En het mooie is nu, we hebben nu alles zelf in de hand. Dus we hopen dat het een goed einde krijgt. Dank je. Gibt es weitere vragen? Roland Kortner, Neues Volksblatt. Ich möchte trotzdem noch mal einhaken, weil ich in der Situation zu Beginn der zweiten Halbzeit aber dann wieder eine Chance vom Trauner, die von der Linie gekratzt wurde. Hattest du irgendwann gedacht, das gibt's doch nicht, da geht keiner rein oder hattest du das Gefühl nie? Nee, wie gesagt, das Gefühl hatte ich nicht heute. Aber wirklich war es einfach ein Gefühl, die man entwickelt über die Jahre natürlich als Spieler. Du spürst, wenn du 2 Stunden lang spielen kannst und du wirst kein Tor schießen, aber heute
Also mein Gefühl war wirklich dranbleiben, weil wir werden das durchbrechen. Ich war, das war meine hundertprozentige Überzeugung, weil es gibt immer wieder Prüfungen, du wieder erlebt in deiner Karriere, in deinem Leben, und heute war wieder für uns eine Prüfung, und der haben wir mit Bravo bestanden heute. Und deswegen, es war immer diese Glaube an die Stärke in dieser Mannschaft, an unseren Matchplan einfach, weil wir das konsequent umgesetzt haben, und das hat sehr, sehr gut funktioniert. So, und von daher, das war unsere Einstellung. Ja, gibt es weitere Fragen? Von dir bin ich überrascht. Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann dürfen wir die... noch kurz bitten, Anjo, jetzt hätten wir dich beinahe wieder vergessen. Das ist deine schwierige Rolle heute. Ja, das ist natürlich, als du so viele Chancen kriegst, en ook als ze van de lijn also afgehaald worden. Soms krijg je dan ook wel het gevoel dat je twee uur lang door kan spelen en dat die er gewoon niet in gaat. Zo'n gevoel had ik vandaag helemaal niet. We hadden een plan, iedereen hield zich eraan. En daardoor had ik ook nooit het gevoel dat we vandaag niet zouden scoren. Dank je. Roland Kantner, bitte nochmal. Die wichtigsten Dinge sind schon gesagt worden, aber gib uns noch einen Überblick, Countdown für Sonntag, wie schaut der jetzt aus? Morgen wahrscheinlich Regeneration, Samstag frei, oder wie wirst du das handhaben? Nein, morgen Regeneration, Samstag Abschlusstraining und Sonntag dann nochmal alle Kraft sammeln, fokussiert in der Liga, unser Alltag, und nochmal alles raushauen, um wieder eine Siege zu fangen zu Hause vor unseren Fans. Aber ich glaube, wir haben ein bisschen Zeit, bis dahin Samstag ist der PK. Und gib mir ein bisschen frei heute. Danke. Ja, das Stichwort ist gerade gefallen. Wir treffen am Sonntag in der heimischen Raiffeisen Arena auf Admira Wacker. Für dieses Spiel gibt es noch einige Resttickets. Dieses Thema sollte sich dann aber bis Sonntag die Tickets bezogen erledigt haben. Die sind jetzt aktuell noch verfügbar. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann dürfen wir die heutige Pressekonferenz schließen und Ihnen allen einen guten Nachhauseweg wünschen. Danke für die Aufmerksamkeit.